In den städtischen Kitas in Tübingen herrscht großer Personalmangel. Eine stabile und verlässliche Betreuung sei deswegen gerade nicht möglich, so die Stadt. Eine Lösung sei die Reduzierung der Öffnungszeiten. Mitarbeiter und Eltern sehen diese Idee aber kritisch und haben letzte Woche auf dem Marktplatz dagegen protestiert, wir berichteten. Deswegen hat die Stadt gestern Abend zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen, bei dem die Betroffenen mit der Stadt ins Gespräch kommen konnten. Wie der Abend verlief, erfahren Sie jetzt. Der Vorschlag zur Verkürzung der Öffnungszeiten in den Tübinger Kitas hat hohe Wellen geschlagen. Vor allem bei den Eltern der Kinder. Kurz vor der finalen Abstimmung im Gemeinderat diskutierten nun beide Parteien in der Hermann-Hepper-Halle. Zuerst kam der Gesamtelternbeirat der Tübinger Kitas zu Wort. Fünf Vertreter um die Vorsitzende Maria Thiele diskutierten mit den Vertretern der Stadt. Mithilfe einer Umfrage hatte man im Beirat versucht, die Bedürfnisse der Eltern herauszustellen. Also bei der Umfrage ist herausgekommen, dass die Angebote, die gerade aktuell in Tübingen in den Kitas da sind, eben nicht die Bedarfe der Eltern decken. Und wir haben dann noch nach weiteren Punkten gefragt, zum Beispiel befürchten Sie, dass Sie Ihre Arbeitszeit reduzieren müssen oder dass Sie Ihren Job kündigen müssen. Und es war tatsächlich so, dass es bei den Jobkündigen einige gab, die gesagt haben, ja, wahrscheinlich muss ich das tun. Bei der Suche nach alternativen Lösungen war man unter anderem in Reutlingen fündig geworden. Passende Alternativen sind zum Beispiel, wenn wir sagen, wir Eltern unterstützen an den Randzeiten, dass man das rechtlich möglich macht. Wir haben da auch eine Struktur gefunden, die uns da rechtlich absichert und die das auch ganz einfach machen könnte. Dann haben wir noch Konzepte aus anderen Städten, also zum Beispiel das Tiger-Konzept, das es in Reutlingen gibt. Bei diesem schließen sich zwei Tagesmütter zusammen und betreuen die Kinder in den Randzeiten, also zum Beispiel am Freitagabend. Außerdem wurde eine Zusammenarbeit mit den Tübinger Vereinen vorgeschlagen. Danach stellten Oberbürgermeister Boris Palmer und Sozialbürgermeisterin Dr. Daniela Harsch den Standpunkt der Stadt vor. Die Verkürzung der Öffnungszeiten sei die einzig sinnvolle Möglichkeit. Wir haben schlicht nicht genügend Fachkräfte, um den Mindestpersonalschlüssel zu erfüllen. Und das müssen wir laut Gesetz. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder reduzieren wir die Zahl der Plätze, dann bleiben Kinder außen vor, bekommen keinen Kita-Platz, oder wir reduzieren die Öffnungszeiten. Wenn es so weiterginge wie bisher, könnte der Personalschlüssel in 40 von 43 Kitas nicht mehr gedeckt werden. Diese Einrichtungen dürften dann nicht weiter öffnen. Wie und vor allem wo sich die Änderungen genau auswirken, sei noch nicht überall absehbar. Ganz unterschiedlich. Wir haben 43 städtische Kitas und es wird wirklich in jeder Kita geschaut, welches Personal haben wir dort, wie können wir das Personal einsetzen, welche Zusatzkräfte haben wir, welche hauswirtschaftlichen Kräfte auszubilden, FSJler, um dann zu schauen, welche Öffnungszeiten können wir da anbieten. Also es wird alles dabei sein von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr, aber auch eben Einrichtungen, die an einem oder an mehreren Tagen früh schließen. Nach der Diskussion hatten die Eltern, die zur Veranstaltung gekommen waren, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihre Sorgen teilen sie mehrheitlich. Ja, möglicherweise nochmal Arbeitszeitreduzierung. Also ich arbeite 70% gerade, mein Mann arbeitet 100%. Aber das würden wir wahrscheinlich nicht durchhalten können. Meine Partnerin ist Ärztin angehende und wenn sie fertig ist mit ihrem Studium, was bald der Fall sein wird, dann muss sie entweder Vollzeit arbeiten oder zumindest mehr als ich. Und ja, dann wird es auch schwierig für uns. Wenn der Worst Case eintritt und wir jetzt unser Kind haben, das in der Kita betreut, nur noch bis 13.15 Uhr betreut werden kann, dass ich dann meine Ausbildung abbrechen muss und meine Frau nicht so arbeiten kann, wie sie jetzt arbeitet. Wir müssen den einen Sohn jetzt neu anmelden, aber nach den aktuellen Vergabekriterien dürften wir in der Einrichtung bleiben. Ich denke, das ist das, was jetzt einfach sehr wichtig ist. Trotz unterschiedlicher Meinungen ist das Problem des Fachkräftemangels jedem bewusst. Beide Parteien können die Standpunkte der jeweils anderen nachvollziehen. Das verstehe ich alles und ich würde es uns allen gern ersparen, aber ich kann es nicht. Wenn die Fachkräfte nicht da sind und sie fehlen ja nicht nur in Tübingen, sondern in ganz Deutschland, dann habe ich nicht die Möglichkeit, allen das Wunschangebot anzubieten und muss irgendeinen Kompromiss finden. Wie lange die geänderten Öffnungszeiten im Zweifel bleiben, sei noch nicht klar. Dies hänge davon ab, bis wann es wieder mehr Personal gibt. Gegen den Personalmangel kämpft man von Seiten der Stadt aus bereits an.
Wir bilden aus, wir bilden sehr viel aus. Wir sind auf allen Jobmessen unterwegs. Wir haben Ausbildungscoaches, wir begleiten unsere Auszubildenden durch die ganze Ausbildung. Wir bieten unbefristete Stellen, wir zahlen übertariflich für Leitungskräfte. Wir überlegen uns gerade, wie wir die Randzeiten auch attraktiver machen könnten, also vor allem die Abendstunden und auch die Freitagnachmittage. Wie es letztlich mit den Kitas weitergeht, wird sich am Montag zeigen. Dort tagt der Gemeinderat und trifft eine Entscheidung.